Oi, da, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Live von Chunks Turnier. Und hier haben wir ein interessantes Deck-Performer. Genau, wir haben hier ein Counter-Fairy-Deck, was in der letzten Runde ein Feature-Match hatte, leider gegen Kosovo verloren. Steht aber 3-1. Und vielleicht sagst du mal kurz selber ein paar Worte zu deinem bisherigen Turnierverlauf. Jo, gerne. Also bisher war das Turnier eigentlich recht chillig. Und Counter-Fairy probieren wir jetzt mal als Deck. Ich möchte es auch auf der YCS dann spielen. Und ich muss YCS Rimini jetzt erstmal. Haben wir gestern auch schon alles gebucht mit dem Team. Und Team Death Evolution. Woher? Kaufbeuren. Und ja, haben wir gesagt, Counter Fairy, absolut gutes Deck. Probieren wir es jetzt mal auf Turnieren aus. Im Training hat es sich absolut bewährt und für heute kann es sich auch sehen lassen. Gut, dann kommen wir mal zum Deck. Vielleicht zeigst du uns mal kurz, wie du es heute gespielt hast. Ja, gerne. Also natürlich ganz standardmäßig 3 großzügige Artemis. Ganz klar, braucht man nicht erklären. Darf eine ziehen, wenn Counter aktiviert wird. Geht Hand in Hand mit 3 leitender Dryade. Ich muss für meine Counter keine Karten mehr abwerfen und auch keine Life Points mehr zahlen. Also geht eigentlich Hand in Hand. Absolut gut. Und Erz und der Welt der Eccentrics. Einfach zum gegnerischen Karten einfach wegnehmen, die Spells in der Pendelzone oder Traps, die nerven. Oder halt auch als Monster, wenn ich auf irgendwas nicht drüber komme mehr. Dann eben noch Master und Blaster. Mit Blaster ganz klar zum Adriade schießen, searchen, Adriade wieder aktivieren, im besten Fall noch pendeln. Master einfach auch, falls ich jetzt nicht auf Blaster komme, dass ich die Adriade schießen kann, dass ich wenigstens noch eine Counter suchen darf. Und dann noch, weil es einfach gut ist in dem Deck, noch ein Donnerkönig Ryo. Der Gegner darf nicht mehr searchen, aktuell wird einfach viel zu viel gesearched. Könnte auch noch eine Special Summon negieren. Haben viele Decks Probleme damit. Blockst du dich nicht selber durch Adriade? Mit Adriade? Wenn du selber Counterfallen suchen willst? Adriade selber schon, aber ich sag mal so, ich habe ja jetzt bei den Spells noch viel Draw Engine noch drin, wo ich dann einfach auch noch besser noch ein bisschen reinkomme. Also Ryo hat mich selber bis jetzt nicht blockiert. Also ich bin absolut gut damit gelaufen. So, das war's Monster Lineup. Komm mal kurz zu den Spells. Natürlich 3 Cards auf die Mais. Absolut gut, macht das Deck absolut konstant. Kam heute auch schon übelst gut, Top-Deck. Leeres Feld, die Mais absolut wieder drin. Dann dazu zum besseren Searchen Part of Duality. Also Topf der Gegensätzlichkeit. Einfach zum die ganzen Karten searchen. Wie oft ist es passiert, dass du mal keine Monster gezogen hast, mal keine Artemis hattest, dann vielleicht nur Fallen, dass du dann deine Artemis halt nicht hattest und dann, sag ich mal, wie ist es dann mit dem Deck? Es kam schon öfters vor, jetzt auch im Training, heute jetzt eigentlich jetzt bis jetzt bloß das Feature-Match. Aber ich sag mal so, das Deck verzeiht es auch schon mal, wenn mal ein paar live zahlst oder wenn du eine Karte mal abwerfen musst, dass es einfach den Control behält. Also bist du mit der Aufteilung, mit den Monstern, mit der Monsteranzahl und mit den Draw-Karten heute zufrieden, oder? Bis jetzt bin ich absolut zufrieden, ja. So, dann haben wir noch einmal Upstart Goblin. Ein Upstart Goblin. Ist zwar jetzt zwar auf 1, aber als Draw-Engine nicht schlecht und zum Siden geht sie als erstes halt gleich mal raus, falls ich es brauche. Raigeki, wenn ich, wie gesagt, kaum Monster habe oder Monster, wo ich nicht drüber komme, dass ich einfach das Feld clear und mit meinen Monstern rein kann. Und heute zum Testen die Spezialkarte Kraft der Magie. Wie gesagt, im Training die letzten Tage kam sie öfters sehr gut. Zum Beispiel... Sogar Labyrinth of Nightmare. Ja, ne? Wunderschön. Gestern zum Beispiel im Training gab es Eccentric Beatdown mit 3-8. Kam echt ends gut. Das war es aber auch schon mit den Spells. Jetzt kommen wir natürlich zum halben Deck, die Traps. 3 Strikes, 3 Divine Wrath, 3 ultimative Vorhersehung, beste Karte, vor allem mit Adriade. Natürlich, wenn ich jetzt keine Adriade habe, was natürlich auch mal vorkommen kann, eigentlich kein Thema, wenn man es halt richtig spielt. Also das Deck ist schon ziemlich ressourcenbedacht, muss schon wissen, wie du was spielst. Dann als nächstes Chaos Trap Hole. Haben viel Licht und Finsternis drin in der aktuellen Meta. Wieso nur zweimal? Das dritte ist im Side. Also okay. Es ist jetzt gerade mal das, dass ich genug Platz für die ganzen Karten habe. Und falls ich dann es doch noch brauche, jetzt zum Beispiel gegen Cosmo hätte ich es vorhin gesided, dass ich einfach mehr davon habe, dass ich mehr Vielfalt in dem Deck habe.
Als nächstes haben wir zwei Drop-Offs. Das dritte wird auch im Sideboard gespielt. Falls ich noch mehr, also der Gegner noch mehr searcht oder Ryo halt nicht draußen ist. Was sagst du zu der Karte, wenn du jetzt gegen BA zum Beispiel spielst? BA ist natürlich eine Sache, da muss ich schon schauen, dass ich eher auf Banish gehe. Und selbst wenn ich sie habe, ich gehe das Risiko eher nicht ein. Also wenn dann eher bei Terrorkreisel, dass den Kleinen searcht, dass ich den dann gleich runterschmeiße, dass er nicht. Also du machst es eher nicht auf die Drawphase, sondern eigentlich auch oft auf die Effekte, ne? Ganz selten auf die Drawphase, eher auf die Effekte, genau. Wenn ich weiß, was er hat und das könnte ihm jetzt helfen. Mhm. Oder bei Cosmo weiß ich, wir haben viele Cosmo-Spieler, da ist es oftmals so, dass du teilweise schon richtig gut reinkommst und wenn er dann für Town searcht, für zwei und dann eine wegschmeißen muss, ja, ist dann schon mal ein bisschen blöder für seine Combo. Dann Uraltkarte, Negate Attack, Angriff annullieren. Sie triggert einfach mal Artemis, ich darf noch mal eine ziehen und überlebe noch eine Runde. Kann noch ein bisschen länger stallen, kann noch im Spiel drin bleiben. Dann die Non-Counter. Ganz kurz, ja. Wieso kein Magic Drain Main? Die Magic Drains sind auch im Sideboard. Auch im Side. Das ist jetzt einfach nur die Vielfalt und dass das Deck kann viel angepasst spielen. Mhm. Und dass ich halt die Main-Vielfalt jetzt dachten wir uns, also ich habe es zwar mit einem Kollegen aufgebaut, aber viel auch mit aufgebaut mit unserem Teamleader. Und dass wir einfach auf die aktuelle Meta geschaut haben und das ist halt unser Ermessen nach am besten im Main und der Rest ist alles im Sideboard dann drin. Mhm. So. Dann für die Non-Counter zwei bebende Spiegelkräfte. Da haben wir zum Beispiel das gegen BA. Okay. Sobald er eine gesettet hat, er darf sie nicht mehr aufflippen. Absolut gut, kann seine BAs nicht mehr nutzen, muss alles auf die Phantom Knight oder Terrorkreisel Engine gehen. Entweder oder er spielt beides. Und überlebt halt auch nochmal eine Runde. Ganz wichtig, der Makrokosmos. Der auf 1 bringt einfach ends viel, weil eben BA spielt viel, zum Beispiel viel auf dem Grave. Mermail viel auf dem Grave, also es wird echt viel aus dem Grave rausgespielt. Was sagst du dazu, wenn du Makrokosmos draußen hast, wenn du Card of Demise hast? Ja, das ist natürlich dann eine eher Todkarte, wenn ich sie ziehe, aber zum Glück ist Makrokosmos nur auf 1, also kann ich da schon schauen, wie spiele ich denn was. Mhm. Da gehe ich dann eher auf, schaue ich, dass ich eher auf Pot gehe, spiele ja auch 3 und ist halt schon, wie gesagt, ressourcenbedingt zum Spielen. Dann standardmäßig eine Bottomless. Beste Karte. Gegen Dark Planet, gut. Absolut. Die Emptiness, Hand in Hand mit Cosmo, einfach ein guter Lock. Und die habe ich noch vergessen, natürlich noch eine Warning. Mhm. Hand in Hand mit Strike. Gut, ich hätte noch eine letzte Frage. Wie ist das Deck, wenn du als Zweiter gehst, wenn du mal nicht anfängst? Das Deck will natürlich schon anfangen. Das ist ganz klar, dass du dich auf alles vorbereiten kannst, dass du erstmal alles durchziehen kannst, am besten mit Demise, Pot und Upstart kommt auch ganz gut als Combo, die drei in einem Zug. Das hat ein richtig gutes Gefühl, allerdings, wenn ich als Zweiter starte, muss ich schon ein bisschen mich mehr zurückhalten und schauen, was habe ich denn. Kann ich mich jetzt irgendwie noch darauf einspielen und es ist schon ein bisschen Luckplay auch. Was könnte der Gegner jetzt machen, hin und her, dass ich mich halt versuche, darauf einzustellen. Es hat heute auch geklappt, also ich habe schon öfters Zweiter starten müssen und habe es trotzdem rumgerissen, das Spiel. Gut, Side-Deck zeigen wir noch nicht, weil das Turnier noch läuft, weil er gerne sein Side-Deck noch nicht zeigen will. Und Extra-Deck, hast du es bisher benutzt? Muss man das zeigen oder? Relativ irrelevant. Das Einzige, was ich heute wirklich aktiv gebraucht habe, ist der Heartland Draco. Okay, genau. Ansonsten, das war's. Wir wünschen dir viel Glück und vielleicht schafft es mal dieses innovative Deck in den Tops. Und viel Spaß heute noch auf Chongs Turnier. Dankeschön. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Is Serious Business.